Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft mit Nizi. Ich wollte ja ein bisschen hier in der Gegend bleiben und wir wollten uns mal die Frucht da oben angucken. Die sieht nämlich reif aus, beziehungsweise ich wollte mir die angucken. Aber das scheint dann auch nur eine zu sein. Erwachsen. So. Und dann gucken wir uns mal die anderen an. Ich meine, das wären andere Früchte als Pflaumen gewesen. Die sahen irgendwie ein bisschen anders aus. Da ist noch ein Bienenstock. Da oben, da gehen wir mal hin. Okay. Ich könnte noch ein paar Birken gebrauchen. Datteln. 0% gewachsen ist ja Wahnsinn. 0% schon. Ja, aber Datteln muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Aber so ein paar Früchte ist nicht verkehrt. So, habt ihr das jetzt gehört? Der ist echt laut. Paar Obstbäume auf jeden Fall gerne. War hier noch was? Wir gucken mal ein bisschen. Da ist auch. Ach nee, das sind Pilze. Nee, Pilze brauche ich nicht unbedingt. Tschum. Oh, ich dachte, jetzt springe ich an die Liane da dran oder beziehungsweise Ranke, aber nein. Äpfel haben wir ja schon. Müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Da ist der Lavafall. Ja, ich sehe jetzt irgendwie keine Früchte mehr. Schade. Schade. Und wir brauchen mindestens. Ah, da oben ist noch irgendwas. Oder sind das die Pflaumen? Ich habe da irgendwas Grünes gesehen. War da nicht noch was hier hinten? Na, die Kuh scheint da festzuhängen. Esskastanie brauche ich auch nicht unbedingt. Esskastanien hatten wir auch schon mal gesehen. Habe ich, glaube ich, auch stehen gelassen. Man kann die Früchte auch wachsen lassen, meine ich, wenn man Knochenmehl hat. Ich habe aber keins. Und auf Monsterjagd habe ich jetzt nicht so wirklich Lust. Und vermutlich ist euch tierisch langweilig, weil hier nichts passiert. Genau, Pferdchen, du hast recht. Bist du noch angeleint? Ich habe höchstwahrscheinlich die Leine nur an den Zaunpfahl gemacht. Ja, ich denke. Bevor wir hier lange warten und nichts tun, gucken wir mal hier unten rein. Ja, es hat sich sehr gelohnt. Auf jeden Fall. Tierische Höhlentour ist das hier. Ich muss mich mal kurz muten, einen Moment mal. Okay, bin wieder da. Ich musste mal niesen. Oder bauen wir uns ein Boot und schippern wir hier so ein bisschen rum? Es ist hier ganz schön gefährlich. Überall Höhlen. Ein Hamster. Hamster zähme ich auf jeden Fall auch noch.
Da muss ich halt nur das Futter herstellen. Muss ich mal gucken. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall Melonen oder Kürbisse. Und die habe ich, soweit ich weiß, nicht angepflanzt. Ich glaube, ich möchte gerne da hinten mal weiter gucken. Aber möchte ich jetzt mit dem Pferd nicht unbedingt hin. Wisst ihr was? Ich baue mir jetzt einfach ein Boot und gucke da einfach mal lang. Darf ich nur nicht vergessen, wo mein Pferd steht. Ich glaube, ich mache mir ja am besten einen Wegepunkt hin. Sonst finde ich das nie wieder. Und dann steht mein armes Pferdchen hier rum. Nee, irgendwie verschwindet die Leine. Wegepunkt neu. Ja, nun mach doch. Halt. So. Dann muss ich mal meine Werkbank auspacken. Die habe ich ja zum Glück immer eine dabei. Und dann baue ich mir hier ein Boot. Ach, die packen wir da einfach rein. Ein Boot. So, liebes Pferdchen, du bleibst bitte schön hier und bleib artig. Zu futtern hast du. Ich fahre ein bisschen mit dem Boot. Ich gehe da hinten zu Wasser, weil hier im Sumpf ist das ein bisschen blöd mit den ganzen Seerosenblättern und so. Da bleibt man dann nachher nur hängen. Wow. Ich kann immer noch nicht besser Boot fahren. Ich muss das unbedingt mal üben. Aber schon wieder Schwarzeiche. Voll umgenutzt. Da ist Birke. Fichte, das sieht ja auch lustig aus, so voll aneinandergereiht. Schwarzeiche, Birke, Fichte. Ja, sieht lustig aus irgendwie. Ich glaube, wenn ich viel mit dem Boot hier fahre, dann muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass das nachladen kann. Ich wollte gerade sagen, nachlädt. Das hängt sonst ein bisschen hier auf dem Server. Da ist viel Sand, da will ich hin. Och Mann, oh. Ich möchte doch nur Wüste, ich möchte doch nur Kaktus. Gleich bin ich wieder zu Hause. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch das erklärt habe, warum ich überhaupt einen Kaktus brauche. Ich brauche nämlich, um mir bunte Blöcke herzustellen, ein Gerät. Und um dieses Gerät herzustellen, brauche ich Farbstoffe. Ich glaube, vier verschiedene Farbstoffe brauche ich. Hier ist auch keine Wüste, aber hier ist eine Menge Sand. Gucken wir mal. Ich muss auch jetzt mal in der Nähe von Landmassen bleiben, weil es wird gleich dunkel. Heißt, ich muss gleich ins Bettchen gehen. Warum wächst denn hier nicht ein Kaktus? Es ist doch Sand hier. Das ist gemein. Das ist sehr gemein. Und da hinten kommen schon wieder Berge. Haben wir eine Schwarzeichenholz? Haben wir? Haben wir Fichtenholz? Weiß das gar nicht. So, nochmal auf die Karte gucken. So, da beginnen schon wieder Berge. Ja, Boot fahren, das ist nicht so ganz meins. Ich fahre jetzt einfach noch mal in die Richtung, guck, ob hier noch irgendwas kommt.
Auf jeden Fall kommt hier jede Menge Wasser. Oh, der Berg da hinten sieht heiß aus. Und jede Menge Tintenfische. Leider haben wir hier keine Wale oder Haie. Bisschen schade. Und leider auch keine schönen Ruinen unter Wasser. Wie bei Life in the Woods. Da gab es ja richtig tolle Unterwassersachen. Hier gibt es gar nichts unter Wasser. Höchstens Ton. Mehr nicht. Und Tintenfische, die immer so Synchronschwimmen machen. Sieht immer total lustig aus. Weil die mal auf einmal so spawnen, alle auf einem Haufen. So, was haben wir da? Haben wir da wenigstens Wüste? Nein, haben wir natürlich nicht. Da haben wir Mischwald. Ach ja. Gut, dann gibt es keine bunten Blöcke. Dann muss ich halt mein Haus innen irgendwie anders gestalten. Mit herkömmlichen Blöcken, wie auch immer. Nix Wüste. Es sieht ja schon nach Wüste aus. Es ist doch hier nur Sand am Rand. Jo, läuft. Also ich verspreche euch, zurück werde ich nicht, also euch mich nicht mitnehmen. Den Rückweg mache ich dann alleine. Dauert wieder Ewigkeiten, bis sich das aufbaut. Was haben wir? Ach, das sind weiße Blumen, ne? Ich habe echt gedacht, da liegt Schnee oder sowas. Sind aber nur Blumen. Ja, keine Wüste da. Ich bin echt gerade am Überlegen, wo man noch Kakteen herkriegt, aber die kriegt man wirklich nur in der Wüste. Und anders kann ich mir den grünen Farbstoff nicht herstellen. Haben wir denn da Wüste? Auch nicht. Ja, da haben wir schon ein ganz schönes Stück zurückgelegt. Guck mal, wieder Fichtenwald. Wow. Solange immer noch einigermaßen Land kommt und man nicht 5 Stunden nur auf Wasser ist, bin ich ja immer froh, aber wenn man so lange auf dem Wasser fährt mit dem Boot, dann denkt man immer, oh Gott, wo bist denn jetzt? Kommst du noch mal wieder irgendwo an? Kommt irgendwo noch Land? Und es ist nicht so schön, gerade wenn man dann auch noch schlafen möchte. Tja. Leute, ich glaube, ich werde ohne euch suchen. Da ist Berge, da, ja, mein Pferd ist schon, uppala, jetzt bin ich auf die falsche Taste gekommen. Unser Pferd ist hier schon über 1000 Blöcke weg, 1500 Blöcke läuft. Ja, ein bisschen müsst ihr noch mitkommen. Bisschen müssen wir noch da. Nein, auch nicht. Ich glaube, ich habe auf meiner Karte keine Wüste. Das liegt bestimmt daran, dass ich mich vorher immer so aufgeregt habe.
Nur Wüste und Akazie, ja voll doof. Jetzt kriege ich keine Wüste und kein Akaziengebiet mehr. Wollen wir wetten? Okay, dann gehe ich hier mal an Land. Nein. So, das Boot stecken wir ein. Ich hätte das Pferd natürlich auch mitnehmen können mit dem Boot. Das kann man an der Leine mitführen. Das klappt auch ganz gut eigentlich. Aber das war mir zu umständlich. Okay. Ich denke, dann machen wir für heute erstmal Feierabend. Ich schlage hier noch mal ein bisschen mein Lager auf. Wir haben zwar erst 15 Minuten, aber ja, dann gibt es halt heute mal eine kurze Folge. Wie gesagt, ich gucke dann mal alleine weiter, ob ich irgendwo was Schönes finde und sage bye bye. Bis dahin, eure Nizi.